wieder Nacht. Ich muss mich beeilen. Ich muss das Portal zur Lichtung des ersten Baumes öffnen. Kann ich noch mal abhauen? Tatsache! Kann ich mich jetzt hier frei bewegen? Ich kann, aber es ist nebelig. Okay, na gut, dann... Schön, dass man hier dann nochmal rumwandern kann. So, wo war ich? Ich war hier, ne? Nope, ich war genau... Aber hier. Ja. Ich war genau hier drüben. Sehr gut, dann... Was setze ich denn? Ich setze mal da den Tonträger. Hier ans Loch. In der Hand zu vibrieren und macht ein Geräusch, das genauso klingt wie der Wind, wenn er durch den hohlen Baumstumpf weht. Verrückt! Das ist wirklich verrückt. So, kann ich da jetzt... Nur ein hohler Baumstumpf. Nichts drin. Aber ich höre ein Pfeifen. Der Wind weht durch den hohlen Stamm. Das klingt... Das Orgelspiel. Bin ich etwa auch ein dichter Magier? Ja, dichter Magier. Also dicht bist du auf jeden Fall. Kann ich den Tonträger jetzt hier in den unförmigen Stein einsetzen? Wohl. Nö. Was ist das? Sitzt gar keine Ahnung. Ja, ich auch nicht. Das Glöckchen. Da passe ich besser. Okay. Da liegt übrigens eine Plastikflasche. Ist auch schön. Der sieht aus, als ob er schon vor Tauben. Irgendjemand hat da vier Öffnungen in den Baum geritzt. Aber was mache ich jetzt damit? Ui, er fängt an und macht. Ja. Der fünfte Baum, der fünfte Baum. Haben wir irgendwo noch einen Baum? Kann ich jetzt da nach hinten? Nö. Haben wir noch irgendwo einen Baum? Das ist eine Vogelscheuche. Irgendwo? Ach, das Rathaus. Ich sehe Katzi. Naja, aber ist... Ja, eigentlich schon. Kann ich hier von der Rückseite? Nein, kann ich nicht. Moment. Hier. Ach, warte mal. Aha. Die kleine Kristallstatue fängt genauso an zu schwingen wie der Tonträger. Das Pfeifen des Windes am Portalbaumstumpf hat die kleine Statue zum Zerspringen gebracht. Ja, dann nehme ich mal den Bernstein. Ah. Stimmt, ich erinnere mich. Die Tür ist wieder zu. Genau, jetzt müssen wir nämlich die Bäume abklappern und die ganzen Kristalle zerstören. So war das nämlich. So, dann war da vorne noch etwas. Waldkreuzung. Ja, hier der alte Pfadbaum. Der Tonträger. Hierauf angewendet. Ja, ich nehme das jetzt einfach mal. So, dann zurück. Dann schauen wir uns mal um. Ich muss als nächstes zum kalten Baum. Der kalte Baum, wo die Motten hausen. Ja, ich muss nach Mottenhausen übrigens, ja. So.
Da 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 da. Da 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 da. Okay, abgebrochen. Dankeschön. So, Bernstein. Das ist eine Hand. Das könnte theoretisch ein Herz oder ein Ohr sein. Und das könnte theoretisch ein Auge sein. Der muss bestimmt irgend... Ja, ich könnte auch speichern, wenn ich jetzt schon mal hier bin. So, 23:44 ist es schon. Alter Schwede. Stimmt. Sagt meine Uhr auch so. Und mein PC sagt auch 45 eigentlich. Mittlerweile schon. So, ich verschwinde wieder. Und auf zum letzten Portalbaum. Kitsune ist auch spurlos verschwunden. Und hier auf dem Briefkasten ist übrigens der Name von Plato nicht mehr da. Da haben sie wohl gepatzt bei Daedalic. Das nehme ich besser mit. Und noch eine Hand. So, jetzt haben wir zwei Hände, ein Herz und ein Auge. Gut. Dann setzen wir das mal ein bei dem komischen Baumstumpf. Hier entlang. Eingesetzt. Linke Hand. Passt. Eine rechte Hand. Perfekt. Das Herz. Sehr gut. Und das Auge. Zur Lichtung des ersten Baumes von Mauswald. Hey, was ist das denn? Ein Raum aus grünem Glas. Und ein funkelnder Silberschlüssel in einem Brunnen. Das ist bestimmt eine Art Sicherheitsvorkehrung der alten Baumläufer, um dieses geheimnisvolle Portal zu schützen. Okay. Der Schlüssel steht mitten in der Fontäne. Aber so wie das riecht, stecke ich meine Hand da besser nicht rein. Bist du Spot? Die gläserne Statue einer Raupe. Sie hält eine Tafel mit verschiedenen Bildkacheln in den Händen. Warum lächelt sie so seltsam? Die lächelt nicht, das ist eine Raupe. Vergiss es, das klappt doch nie. Vergiss es. Das kann doch gar nicht... Jetzt hab ich's. Nee, doch nicht. Okay. Was für ein stechender Geruch. Das brennt richtig in den Augen und der Nase. Das ist bestimmt ein Säurebrunnen. Fies. Ja gut, in Säure möchte ich nicht reingreifen. So, kann ich mit dir sprechen? Du solltest aufgeben. Aber weiterkämpfen, voller Hoffnung. Kannst du das? Ich habe diese Schiebepuzzle sowieso noch nie gemacht. Ja, ich auch nicht. Gut, haben wir das eigentlich mit einfach mit Zauberei übersprungen? Ich habe den Schlüssel. Klingt nicht gut. Mann, oh Mann. Das hätte ganz schön ins Auge gehen können. Ja, oder überall anders hin auch vielleicht. So, dann schließen wir mal die Tür auf. Das Portal zur Lichtung des ersten Baumes. Es ist soweit. Wenn der Marquino hier wäre, oder der alte Magier,
Er wollte versuchen, im Traum auf die Lichtung zu kommen und mich dort zu treffen. Hoffentlich klappt das. Fürs Erste bin ich wohl auf mich allein gestellt. Kitsune! Pass auf, Jerry! Der Fuchs! Na, wo ist er denn? Er steht vor dir, Frosch. Plato, das ist Kitsune. Du hast sie schon einmal getroffen. Sie ist ein besonderer Fuchs. Das kannst du aber laut sagen. Oh, Verzeihung. Mit Magie und solchen Dingen kenne ich mich nicht so aus. Abgesehen von Anjas Preiselbeerpfannkuchen. Boah. Du bist Alter. Kitsune, Plato, wieso seid ihr hier? Was macht ihr hier? Ich lass dich nicht alleine durchgehen, dummer Junge. Dieser Baum riecht seltsam. Dein Weg wird dich an einen Ort führen, den nicht einmal ich kenne. Du brauchst ganz bestimmt meine Hilfe. Meine Eltern haben mir früher oft von den ersten Baumläufern erzählt. Man sagt, ein Baumläufer ist jemand, der hilft, wenn andere Hilfe brauchen. Du bist ein Baumläufer, Jerry. Ich bin zwar nur ein einfacher Postbote, aber vielleicht kann ich auch ein Baumläufer sein. Ich bin so froh, dass ich das nicht alleine machen muss. Also, Jerry, bringen wir es hinter uns. Wer auch immer das Gefüge der Welten stört, soll dafür büßen. Ich will zurück nach Hause. Ich will, dass meine Freunde wieder aufwachen. Und ich will, dass alles wieder gut wird. Alles. Und der Musik nach zu urteilen, kommen auch die Transformers mit. Zumindest war das gerade sehr ähnlich. Plato? Kitsune? Wo sind die denn hin? Die beiden liefen doch gerade noch neben mir. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Hier ist es dunkel und hell gleichzeitig. Irgendwie fühlt sich die Luft elektrisch an. Die Härchen auf meinen Armen stehen alle zu Berge. Okay. Okay, na gut. Die Münze nützt uns auch nicht wirklich viel. Ins Weiß, ins Ungewisse, heller Pfad, Weg ins Licht. Ins Ungewisse. Ins Ungewisse ist immer gut. Vielleicht ist es dieser Weg. Das war doch bestimmt schon wieder falsch. Okay, ins Weiß. Vielleicht ist es dieser Weg. Oh Mann, hier sieht's ja überall gleich aus. Okay. Ins Licht? Vielleicht hier lang? Schon wieder hier. Da kriegt man ja Kopfschmerzen. Und den hellen Pfad. Vielleicht hier lang? Oh Mann, ich habe das Gefühl, ich laufe im Kreis. Jetzt ist guter Rat teuer. Vielleicht kann ich hier doch irgendwie den Marquis oder den alten Magier erreichen. Okay, Ratersuch. Jerry. Hallo? Jerry. Noch habe ich es nicht geschafft, bis zur Lichtung vorzudringen. Ich muss vorsichtig sein, mein Ziel nicht aus dem Sinn zu verlieren. Mein wacher Geist beginnt zu träumen, sich aufzulösen. Zaroff verwehrt mir den Zugang, aber du scheinst ihm schon näher zu sein. Aber ich sitze hier fest. Was kann ich tun? Du befindest dich zwischen den Welten, so wie ich. Doch während Zaroff meinen Geist fehlleitet, führt er deinen Leib in die Irre. Zaroffs Bann ist stark. Ich kenne nur einen, dessen Kraft ausreicht, dir hier zwischen den Welten zu helfen. Ein gefährlicher Magier. Nimm dies. Das kenne ich doch. Du musst ihn rufen, wie du es schon einmal getan hast. Auch wenn wir es vielleicht alle bereuen werden. Doch wenn du ihn um Hilfe bittest, zeige keine Schwäche.
hallo? Alter Magier! Er ist fort. Wieder allein. Was war denn das für ein Geräusch? Das war ich. Schon wieder so eine Krähe. Rabe. Schon wieder so ein. Halt, du sprichst ja. Einige behaupten sogar, dass ich zu viel rede. Okay. Dann sollten wir vielleicht mal mit dem Raben reden, ne? Hallo? Kannst du mich verstehen? Natürlich. Du stehst doch direkt vor mir. Wer bist du? Wenn du einen Namen hören willst, dann muss ich dich enttäuschen. Ich bin nur ein Rabe. Eigentlich wohne ich auf der Lichtung des ersten Baumes. Auf der Lichtung des ersten Baumes? Da muss ich hin. Weißt du, welcher der richtige Weg ist? Ich finde ihn selbst nicht. Hier hat sich alles verändert. Vor allem, seit sich hier so viele Fremde herumtreiben. Du wohnst auf der Lichtung des ersten Baumes? Ja. Aber ich dachte, der erste Baum ist kein richtiger Ort. Wie kann man denn da wohnen? Ganz einfach. Jeder hinterlässt eine Erinnerung, wenn er die Lichtung des ersten Baumes verlässt. Ein Rabe wie ich besuchte im Traum die Lichtung. Nachdem er sie verlassen hatte, blieb ich als Erinnerung des Baumes zurück. Du bist also nur eine Erinnerung. Nur? Ich finde, das ist sehr viel. Der erste Baum erinnert sich an viele Dinge. Selbst als seine Zeit vorüber war, blieb er im Wald verwurzelt. Er kennt die Geheimnisse des Waldes. Was ist das hier für ein Ort? Du befindest dich an der Schwelle zwischen Traum und Wirklichkeit. Traum und Wirklichkeit? Träumende kommen zu Besuch auf meine Lichtung. In seinen Träumen weiß jeder, wie er an diesen Ort gelangen kann. Wer schläft, kennt den Weg. Hoppla, hoppla. So. Und den Weg finde ich auch nicht. Dann sind wir schon zwei. Die Stimme vorhin hat dir doch gesagt, dass du jemanden um Hilfe bitten kannst. Ja, aber wie? Er sagte, dass du es schon mal getan hast. Einmal war jemand hier, der über seine Vergangenheit meditierte. Er hat dieses Rad erdacht. Welches Rad? Dieses Rad. Drehst du das Rad, wird dir dieser Ort Wege zeigen, die tief in deiner Seele verborgen sind. Orte, die du gesehen hast. Orte, die du sehen wirst. Und Orte, die dein Leben geprägt haben, ohne dass du es ahnst. Vielleicht kann es dir helfen. Aber es sind keine Wege. Nur Fenster oder Bilder. Ich weiß nicht viel über solche Dinge. Ich bin nur ein Rabe. Okay. Wen hast du hier gesehen? Zuerst waren da vier seltsame Echsen, die einem großen Mann auf die Lichtung folgten. Dann kam ein Hase mit seltsamen Augen aus der entgegengesetzten Richtung.